herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel Game Accounts. Ich bin David und ich hocke zusammen mit dem Bob. Sag hi. Hallo. Ein Spiel, was ich schon lange spielen wollte, eigentlich seitdem ich meinen Channel habe, weil das eigentlich eins meiner Lieblingsspiele überhaupt ist und eines der ersten Spiele, die ich damals gespielt habe, nämlich Super Mario Galaxy 2. Ja, altbekannt. Eins meiner nach der besten Mario-Spiele. Kannst du auch teilen, die Meinung vermutlich ist? Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich gebe dir mal einen Einzelcontroller, weil er ist der Hauptspieler. Ich bin Stern. Ist ja immer noch der beste Multiplayer, den es gab. Wir nehmen mal die Datei. Genau. Und machen daraus so neue. Okay. Oder warte, gehen wir auf B. Schauen wir mal. Schauen wir mal, welche. Ja, mach die und mach die neue. Warte, löschen. Also wir haben sehr viel gespielt damals, habe ich das Spiel, deshalb alles belegt. Wir lassen aber einen Spielstand und fangen von vorne an. Nehmen mein Mii, das ist ganz links. Nee, warte mal. Nee, das ist ja erst ein Mii-Symbol. Ich glaube, da gibt es auch, geh mal auf zurück. Ich glaube, da gibt es auch, wenn du immer auf weiter gehst. Genau, was soll man nehmen? Nimm mal Yoshi. Ja, Yoshi ist doch gut. Ja. Yoshi. Yoshi. Ja, damals, ne, gab es ja noch diese Landsacks. Keine Ahnung, wer die noch kennt. Zeiten. Die Wii. Für alle, die Wii nicht mehr kennen, weil ist eine Spielekonsole. Okay, jetzt kommt erst. Okay. Alle 100 Jahre geht in einer besonderen Nacht hellglitzernder Sternstaub über den friedlichen Pilzkönigreich nieder. Heute ist es wieder soweit. Liebe Mario! Okay, ich dreh lieber nochmal, weil es an uns richtig erinnert hat. Ja. Wie wäre es mit einem Stück Kuchen, während wir den Sternhimmel beobachten? Ich warte auf dich im Schloss. Deine Peach! Das ist ja. Ich will die Charaktere ein bisschen belebter pressen, weißt du? Schloss hört sich Peach an. Natürlich. Das Sternfest, das nur ein einziges Mal alle 100 Jahre stattfindet. Tausende schlimmernde Sternteile fielen vom Himmel und erfreuten die feiernden Toads. Ja, das bleibt natürlich 300 Jahre stehen hier. Ah, das ist so schön. Auch ein Sound von mir so an. Du hast ihn jetzt leider nicht, aber ich höre den. Ah. Wer ist denn das? Dreieck XX Dreieck X Fragezeichen, also Fragezeichen. Dieser sonderbar kleine Geselle sieht sehr verwirrt aus. Also so wie. Bitte neben mir. Alles klar. Ob was sich verlaufen hat. Wer weiß. Oh, wir sehen. Mario ist ihm sympathisch. Eine behagliche Wärme breitet sich unter Marios Mütze aus, während sich eine ungeahnte, mysteriöse Kraft in seinem Körper verteilt. Alter, bin ich inkompetent oder was? Wir wissen alle die Antwort auf die Frage. Nein. So. Wer ist das denn? Oh, vielleicht ein Freund. Das kleine Gesellen von vorhin. Okay. Ich bin übrigens vor noch eventuell kleine Soundprobleme. Ich hoffe, dass ich das bis zum nächsten Part fixe. Okay, jetzt ist es 3D. Alles klar. Ja, was ist denn das? Hier ist Bowser. So spät, Mario, die Kraft der Sterne gehört jetzt mir. Und zieh mal an, was ich noch unter den Nagel gerissen habe.
Peach. Hilfe! Ich bin riesengroß. Sogar nach Fürst anfließender aus der Nähe, oder? Fürst wegen der. Ja, whatever. Und Peach kann bestimmt einen leckeren Kuchen von mir backen. Ja, Peach kann auch viel, viel mehr, Bowser. Da steht aber nicht Kuchen. Was? Da steht nur Leckeres. Mensch. Sag es ja. Ich hab neulich zu Mario Bros. U gespielt, da war's Kuchen. Echt? Ja, und hier steht doch, siehst du? Alter. Riesigen Zuckerkuchen. Scheiße, Mann. Ich hab's vorher gesagt. Es geht um Kuchen, ich hab nur ein bisschen übersprungen hier. Okay. Euer erbärmlicher Planet ist so klein für mich. Mhm. Ah, der macht den kaputt. Mein neues Riesen ist verlangt nach einem neuen Riesenreis und ich kann nicht lesen. Das Zentrum des Universums wird der perfekte Ort für meine neue Heimat sein. Alles klar. Viel Spaß in deinem jämmerlichen Pilzen, mit deinen jämmerlichen Pilzen. Ja, dann muss Mario schnell seine Braut wiederholen, sonst sieht's kritisch aus. Mario, wo kam dieser riesige Unhold nur her? Er hat deine Prinzessin im Zentrum des Universums verschleppt. Befreie sie so schnell du kannst. Jetzt haben sie gerade an wie auf Stummbruch. Wow, der ewige, ewige Babyluma. Ich dachte, es wäre eine die. Okay. Keine Ahnung. Oh, sorry. Hallo, mein Lieber. Hast du es bequem dort unter Marios Mütze? Nun, da ist es wohl genauso. Das ist ja wie überall sonst auch. Aber es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun. Mario, wir müssen die Prinzessin retten. Wie ich sehe, erlaubt dir die Macht des besonderen Baby-Lumas, die Kraft der Sterne zu nutzen. Kannst du hoch. Und auch wie Luma, wenn die helfen. Wo wir nur können! Ja! Das kann auch was pressen, Laus. Drück A. Du bist ein wahrer Freund der Luma! Ah, oh, nein, ich rede nicht so, komm. Du bist ein wahrer Freund der Luma. Wir katapultieren dich ins Wetter, damit du dich auf die Fersen des Unholds treiben kannst. So, so die Levi-Fernbedienung. Jetzt sind wir wieder normal. Erstmal nix hier runter schmeißen, David. Danke. Und so beginnt das erste Level. Ging auch. Hochgarten. Galaxie. Jawohl. So ein Unhold. So ein Unhold hat all unsere wertvollen Powerstone entwendet. Du wirst einen Unhold also finden, wenn du den Powerstone folgst. Halt ihn auf! Luna wird dabei helfen. Ja, das machen wir doch auch. Die Gumpas sahen zu komisch aus in dem Teil. Ja. Guck, das sollen Gumpas sein, Alter. Hallo, mein Freund! Bitte im Hintereingang! Yoshi! Ja, das ist nicht der Hintereingang. Ja, vor allem, früher war es voll die Press, weil es da keinen Hintereingang gab. Da war es voll verwirrt. Das ist ein richtiger Gumpa. Kleiner Tipp, es gibt verschiedene Wege, zum Gegner des Fürsten zu lernen. Pass gut auf. Das lernen wir jetzt. Tipp 1. Wissen wir das nicht, wie das geht? Ja, eigentlich schon, aber... Wir machen wir den 100% als Blatt raus, jeden einzelnen Sterni. Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt schon verkackt. Okay, das ist doch ein toller Tipp. Was? Den wir uns kein zweites Alter. Mal anschauen müssen. Sorry. Oh ja, na Spaß. Gleich den ersten richtig penetrieren, obwohl ich das... Wir hatten doch das zweimal anschauen sollen. Ich hab den Huren doch. Der Arsch ist mir krank.
Wir können auch ein bisschen weiter zurück und dann... So. Soll ich noch Yoshi holen? Wäre eine Idee. Dann hier. Für dich. Wait. Erstmal den Ding. Ein Abpilz. Gut. Also, wie kommt man jetzt hier hoch? Aber kam das nicht eigentlich erst später? Ich glaube, Yoshi kommt erst später in dem Spiel, bei der Yoshi-Galaxie. Ich glaube, der kommt da noch gar nicht so. Ich glaube, der kam erst in der Yoshi-Galaxie. Ja. Du bist hier oben. Bin unterwegs, um Freunden zu helfen, komm aber später zurück. Was brauchen wir? Yoshi! Ich kann das nicht imitieren, das kann ich nicht. Aha, ich bin auf der Suche nach dem Power Stern. Aber hier im Haus war er nicht. Es ist kritisch. Kritisch. Hier entlang! Hey, meine Freunde haben mir von dir erzählt. Hüpfe mich rein, sobald ich mich in einen Sternenring verwandelt habe. Und genieße die Aussichten beim Flug. Na dann. Ah, das ist so legendär, wie wir dann von Galaxie. Zur Galaxie fliegen. Ja, sicher. Ich hab dich schon so lange nicht mehr gespielt. Ja, ich bin gespannt, wie gut du im Laufe des Spiels noch wirst. Ja, das Spiel haben wir früher mal total oft gespielt. Ja. So, Grundschule. Hauptsache. Das ist echt krass. Wie lange das jetzt denn her ist, ne? 2010 ist das hier. Das ist jetzt so ein Next. Das sind bald 10 Jahre alt, dieses Game. Nächstes Jahr hat das 10 Jahre. Hol dir mal die. Ja. Nächstes Jahr ist es in 10 Jahre alt. Schuss. Boah, hab ich ja gar nicht gesehen. Schaffst du? Nächst. Egal. Auch egal. Wir machen ja kein 100% Let's Play. Nee. Von daher. Sollten wir Breath of the Wild 100% Let's Play machen, irgendwann haben. Und zur nächsten Welt. Da ist noch eine Münze. Können wir dann noch die Münzen einsammeln? Oh, hast du es gerade gesehen? Ja. Da gibt's was zum Einsammeln. Ja, aber das haben wir jetzt leider verpasst. Macht nichts, die machen da keine 100%. Wie gesagt, ja. Da ist mit Werfleck. Schaffe ich's noch? Nein. Ja. Boah, das ist aber sehr knapp, ne? Lieber keine halben Dinger machen. Das. Oh, das. Ist ja ganz kritisch, ne? So, jetzt warte mal ab und du musst dann nämlich schnell sein, tatsächlich. Das ist schon die erste. Vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja gut, das ist eigentlich ist doch leist. Ja, eigentlich schon. Aber es gibt Leute, die auch mal sowas von verrecken. Das ist alles möglich. Uff, da kam wohl der erste Boss. Frage es heißen? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Aber bald. Vermutlich, ich weiß es nicht mehr. Schon ein paar Jährchen her. Gleich, Alter.
Okay, der Gegner ist noch relativ einfach. Muss man den einfach hinten am Ei einmal schlagen. Ich glaube dreimal, wenn ich mich richtig erinnere. Das zweite Mal. Wo ist er denn hin? Jetzt haben wir ihn besiegt und das erste Level ist jetzt schon geschafft. Unser erster Stern. Diese Powerstern, dieser Powerstern gehört uns. Danke fürs Zurückbringen. So schade, dass der Unhold entwisst ist. Übrigens, mein Name ist Luba. Ich wache über diese Luma hier. Ob du es glaubst oder nicht, du stehst gerade auf einem Raumschiff. Die Luma haben diesen kleinen Planeten in ein Schiff verwandelt, um durch das Weltall zu reisen. Siehst du, was mit unserem Raumschiff passiert? Passiert ist. Dieser Unhold hat Meteoriten auf uns geschleudert und dabei wurde das Schiff zerstört. Durch die Erschütterung sind auch einige Mitglieder meiner Mannschaft über Bord geschleudert worden. Mario, soweit ich das verstanden habe, hat der Unhold also deine Prinzessin entführt. Aber er hat auch für uns nicht Halt gemacht. Dieser Unhold hat all unsere Powersterne entwendet. Unser Raumschiff benötigt die Energie der Powersterne, um fliegen zu können. Ohne Powersterne stecken wir also hier fest. Oh süß, dieser besondere Luma hat deine Mütze, er hat unter deiner Mütze, ich hätte ihn nie an einem solchen Ort vermutet. Augenblick, jetzt verstehe ich es. Nur seinetwegen kannst du die Sternkraft verwenden. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Du bist auf der Suche nach der dir kostbaren Person in den Weiten des Universums. Ist es nicht so? Ganz genau. So sieht's aus. Wie wäre es, wenn ich dir ein Raumschiff besorge? Okay. Um das Raum und Zeit zu sippern, benötigt dieses Schiff jedoch die Energie der Powersterne. Du wirst uns also helfen müssen, Powersterne für das Schiff zu finden. Einverstanden, Mario? Na klar. Viel Wahl hat man ja eh nicht. Sehr gut. Wir haben eine Abmachung. Also, mal herhauen. Wir haben einen Plan. Ich möchte, dass hier gleich alles so raumseffekt wie möglich aussieht. Bekommen wir hin. Okay. Das Mario-Raumschiff.
Lubas Crew hat das Raumschiff repariert. Es sieht nun wie Mario aus. Sehr schön. Na, was denkst du? Ein Schiff nach deinem Vorbild sieht gut aus, nicht wahr? Wie bitte, es gefällt dir nicht? Oh, hab ich jetzt siehst nicht. Mal so, wenn es jemals in einem Asteroidensturm verloren gehen sollte, weiß man gleich, wem es gehört. Tja, überzeugendes Argument und noch dazu nicht sehr, dazu sehr praktisch, nicht wahr? Ich ändere dich hiermit zum Steuermann des Raumschiffs, das ist doch schön. Steuermann. Steuermann. Möchtest du es weise durch das weite Sternenmeer navigieren, Herr Steuermann? Natürlich. Das ist doch schön. Du kannst nur das Raumschiff Mario erkunden oder gleich das Steuerrad übernehmen, um den Kurs zu bestimmen. Okay. Wollen wir das gleich machen oder wollen wir als erstes die Insel erkunden? Oder halt das Raumschiff? Ich würde vorschlagen, der Part dauert eh nicht mehr lang. Wir tun jetzt noch kurz das Raumschiff erkunden. Okay. Und dann endet man den Part. Im nächsten Part geht's los ins Abenteuer. Okay, das ist jetzt nicht sehr wichtig. So, das Sound soll es auch besser sein. Wir hatten vorhin einen kleinen Cut drin und da haben wir nämlich ein externes Mikrofon angeschlossen. Sollte man uns beide hören. Ich meine, er hat eh kaum was zu sagen, aber er hat doch mal was zu sagen hat. Hört man uns alle. So. Okay, mit der Zeit kommen hier immer mehr Sachen noch dazu. Zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnern kann, kommt dann da, ich glaube auf die Schnauze war ein Yoshi-Ei oder so. Oder? Ja. Aber hier und kann man, glaube ich, reingehen. Ja. Genau. Da kann man irgendwie auch über einen Zornstein rein. Aber den Sinn von dem Raum. Ich glaube, da werden die Erfolge gezeigt. Ja. Kann gut sein, dass das jetzt nicht so war. Okay, ich glaube, da kann man im Schornstein kann man nicht reingehen. Irgendwie ging das mit dem Sprung, dass man zotzen konnte und dann ist man da reingefallen, aber das weiß ich nicht mal wie. Auch egal. Dann. Ja. Dann, was ist für den Part? Im nächsten Part fangen wir dann an mit der Erkundung von dem Weiten des Weltalls. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mach's gut. Und ciao. Tschüss.